Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserem Community-Projekt Arc Park mit dem Pokémon Evolved Mod. Und wir sammeln gerade noch die letzten Credits zusammen, um uns endlich Pikachu kaufen zu können. 1000 Credits brauchen wir für ein Pikachu. Pass auf, und wenn wir 1000 haben, kommt Pikachu. Auf jeden Fall habe ich eine Pflanze, sogar zwei. Hier ist auch eine Pflanze. Wir haben auch noch eine Pflanze auf dem Weg. 112er. Jawohl! So, damit müssten wir jetzt eigentlich Pikachu machen können. Soll ich mal hier gucken? Vielleicht kann ich die ja totbeißen. Ich guck mal jetzt hier. Bauen wir das mal auf. So. Hallo, Turn on, genau. So, wie mache ich das jetzt? Ach, ich kann den sogar in meinem Inventar machen. Jetzt war bestimmt der Fehler. Wahrscheinlich hätte ich es jetzt an der Maschine machen müssen und nicht in meinem Inventar. Boah, der craftet aber lange. Wir kriegen nichts. Ja, genau, jetzt ist alles weg. Der craftet aber lange, der Pikachu, du. Es nach Tara gibt Keratin und Primeape. Ja, machst du es im Inventar? In der Maschine sehe ich nämlich nichts. Ich mach's im Inventar gerade. Okay. Aber wahrscheinlich ploppt es dann hier irgendwo auf. Ich meine, ich werde es ja wohl kaum im Inventar haben. Wir sind unterwegs. Ich will's auch sehen. Nein, nein, wir machen jetzt Schluss hier. Ja, ganz 2 Sekunden zeigen wir jetzt Pikachu und dann ist Schluss. Edit Pikachu. Okay, es wurde mir im Inventar irgendwie hinzugefügt jetzt. Jetzt kann ich das hier. Noch nicht benutzen. Warte, aber. Ja, ich. Jetzt bloß nicht essen. Stimmt. Pikachu. Jetzt ist die Frage, musst du es hinschmeißen oder. Naja, ich schätze mal, ich muss es mal jetzt auswählen über den Schnellslot und dann muss ich es wahrscheinlich irgendwie. Essen. Dann essen. Ist das. Ja, das ist halt die Frage jetzt. Ich weiß es nicht. Warte mal, kann ich das denn benutzen? Moment, kann ich es benutzen? Ja, ich kann Use Item machen. Ich glaube nicht, dass ich Pikachu essen kann, oder? Könnte sein. Ich find's jetzt spannend. Wenn es Sadisten sind. Das wäre so geil. Wir sind einfach weitergelaufen. Lauft einfach ganz weit. Wir sind ganz weit gelaufen. Okay. Wir sind schon fast da, wo der Sumpfwald anfängt. Naja. Die Pflanzendinger wackeln immer rum, als wären sie betrunken. Hat Lonestar einen YouTube-Channel? Immer noch nicht, ne? Nein. Lonestar wird auch nie einen haben, so wie ich das verstanden habe. Richtig, ich werde immer nur hier auftauchen. Dein Tierchen hält fest. Nein! Jetzt toll neben dich jetzt, hier. Jetzt schmeißt du das dahin, das ist dann aber noch wild. Wir müssten das erst tämen, dann tötet uns das mit einem Elektroschock und sowas. Okay, also, Achtung! Der Kano ist auch, weil der auch neutral steht. Seid ihr alle da? Ja. Oh, da ist ein Feen-Pokémon, ist das nicht schön? Ich mache jetzt mal Use-Item bei Pikachu, ne? Pikachu! Jetzt hast du nicht so. Ihr habt's gegessen. Oh. Ich hab's echt konsumiert. Die haben es beachtet, dass das weibliche einen Herzchenschwanz hat. Ja! Ich hab's echt beachtet, dass es ein Herzchen vorm Schwanz hat, wenn es weiblich ist. Wir haben Pikachu! Oh, wie süß. Aber warum fliegt er? Weiß ich nicht. Kann man mit dem jetzt was machen? Kann man's essen? Aber er sieht lustig aus. Wie so ein gelber Spielbär sieht er aus. Kannst du jetzt. Ja. Der macht irgendwie nichts. Ah, doch. Change Name. Moment. Ob der wohl Elektroattacken einsetzt oder ob er nur beißt und haut? Das ist Spiel Pikachu jetzt. Level 24, ist ja billig hier, also. Ja, das gibt's halt nur. Für 1000 gibt's das halt. wenn du was höherleveligeres willst, musst du halt mehr Geld ausgeben. Mal schauen. So, warte mal, den machen wir mal auf neutral, den kleinen. Wie viel hatten der eigentlich an Leben? 822. Oh, mein Gott, ey, das ist ja genauso schlecht wie der Macho-Macho-Man, den ich hatte. Okay, naja, ich gut. Ich laufe um die Ecke und da sind 200 Stück von denen hier wild am rumpiepen. Ja, wahrscheinlich. Ich stell mal die Follow-Distance auf niedrig, weil dann läuft es mir nicht so weit so hinten nach. Also dann läuft es mir genau. Oh, aber, Gottchen. Juhu! Und das jetzt nach Hause kriegen. Ja, das ist jetzt die nächste Challenge. Oh, guck doch. Das ist jetzt auch schon die schnellste Geschwindigkeit? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich renn mal vor.
Lauf mal vor. Nee, es rennt auf vier Beinen, dann ist es richtig fix. Ja, also sieht aber aus, ey. Ding, 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 ding. Als wenn es sich in den Boden rammen möchte. Juhu. Warte mal, wenn ich jetzt die Kerze wegwerfe, kann ich das dann auf die Schulter nehmen? Musst du mal ausprobieren, das ging auf jeden Fall mal. Nee, geht nicht. Hat er das in der Serie nicht immer auf der Schulter gehabt? Ja. Das ging auch mal. War voll unrealistisch. Das ist ja voll gar nicht die Serie hier. Wir wollen unsere 1000 Credits zurück. Ja, echt mal. Gib ihm mal eine Schelle. Nein, das kann ich nicht machen. Ich kann dem kein... Er sieht so niedlich aus, als wenn er mal aufs Klo muss, wie er sich so die Hände macht. Bitte, bitte, lass mich aufs Klo gehen. Ich will dich einfach hier hinmachen. Bitte, 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 bitte. Ich muss mal. Bitte, bitte. Ich muss mal. Ich muss mal ganz strikt aufs Klo. Seid ihr schon bei dem Sumpf angekommen? Nein, ich bin noch auf dem Weg. Ich gucke ganze Zeit auf Pikachu, dass der mir auch hinterherläuft. Sind Kaprosukos so und so. Können wir den Sumpf nicht umgehen? Man kann doch da oben lang einfach. Wir können auch oben entlang gehen an der Klippe. Aber ganz umgehen können wir nicht. Wo, stehst du da oben an der Klippe gerade? Bist du das? Nee, ach, du bist ja hier unten, oder? Ach nee, das ist Ritzi. Hä, wo bist du denn? Ich bin oben auf der Klippe hier am Sumpfrand. Achso, vielleicht sollten wir zwischendurch immer noch mal ein paar Blumen kaputt schlagen. Wir sind überhaupt Sichlors. Sichlors sind auch ein Sumpf ist scheiße. Credits. Haha, Credits. Damit wir uns schon mal den Ersatz zusammensparen können, wenn der Pikachu stirbt. Und das war eigentlich gar nicht so klug, das hier auf der Seite zu machen. Wir hätten erst rüber durch den Sumpf und dann den Pikachu machen sollen. Kann der eigentlich schon gelevelt werden wieder? Das hat da irgendwas in Kaprosukos getötet. Oh Gott, ey, ich hab so Angst. Aber wenn ich jetzt richtig mich erinnere an das Leech-Event, wenn wir jetzt da hier an der Klippe entlang laufen, wird's gefährlicher. Wenn wir ganz außen entlang gehen hier, geht's noch. Moment. Am Meer. Ja, da kann man eigentlich ganz gut lang. Ja, stimmt eigentlich, ne? Da war ja auch gar nicht so tief. Dann lass uns doch da lang gehen vielleicht. Nur ein kleines Stück, was tief ist. Nur auch Kaprosukos und Leeches und... Ja, müssen wir halt aufpassen. Das sieht so geil aus, wie der Pikachu hinterher. Boah, da ist schon wieder ein Garatas. Es ist gestorben, es ist an Land geschwommen. Wie die rochen. Vielleicht war das ein zweites, Kaprosukos hinter euch, hinter euch! Pikachu fressen. Ja, es hat mich gefangen. Lol, das Pikachu hat den Kaprosukos geblittings und... Ja, stimmt! Das ist voll gut! Pikachu macht die nämlich alle platt hier. Das ist nämlich voll das Über-Pokémon, warte mal. Vergiss nicht, es zu leveln auf dem Helm. Oh, ist das mies. Mach ich jetzt auch. Die Kaprosukos ziehen euch ins Meer raus, ne? Das sind Piranhas. Das ist nicht schön, ich sag's euch. Lone Star killt a Mega-Piranha. Ihr treibt mich Lone Star. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich hatte zu einem Credits. Hast du wichtiges Starter dabei gehabt? Credits hat er gehabt. Nein, ich hatte nix. 16 Credits, mein Pikachu wird von scheiß Piranhas angegriffen. Ihr dreckigen, ekligen Mistviecher. Pikachu, lauf, du schaffst es. Achtung, Kaprosukos ist in den Baum geschwommen. Oh Gott, ey, Gott sei Dank. Die Bäume sind, das ist nämlich, deswegen darf man nämlich Mangrovenwälder nicht abholzen. So, es ist tot. Deswegen darf man Mangroven nicht abholzen, weil die nämlich die Kaprosukos fernhalten von... LOL! Hier sind Lampen. Lampen, also ganz viele. Level 1er. Ja, die sind alle, glaube ich, Level 1. Meins war auch Level 1. Aber ich glaube, wir lassen die mal in Ruhe. Hm? Nicht, dass die anfangen, hier uns anzuzünden. Ist wieder so eine Schlange. Oh nein, scheiße. Aber ich glaube, Pikachu hat damit kein Problem, so. Irgendwie nicht so. Schnell durch. Oh Gott. Die Schlange ist beschäftigt. Wir müssen einfach nur außen rum. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Hat schon Blitzdenken. Jo! Da fliegt's weg. Hui. Ja, das hat 19 Credits gemacht. Ich hab ein Level up. What? Pff, Hilfe! Was? Oh Gott, Kaprosukos. Es ist mir ins Gesicht gesprungen. Oh, das Feen-Pokémon. Nein, das Feen-Pokémon. Scheiße, aber Pikachu lebt noch. Pikachu. Achtung! Ah! Barbarionix!
Ja, Pikachu! Da geht doch noch der Name, aber. Nein! Achso, das war Pikachu. Nein, schnell, du musst. Hier, was ist mit dem Kanu? Warum macht der nichts? Stunt? Ja. Ach ja, ich bin auch zu Hause. Ja, toll, jetzt habt ihr mich hier alleine gelassen. Ich muss nichts mehr mitnehmen. Jetzt habt ihr mich hier alleine gelassen. Wie geht's, Pikachu? Oh, da ist mir fast gestorben. Okay. Scheiße. Hells Flasche. Wo? Food. Ah, ich hab die ganze Zeit immer die Hells-Flaschen genommen. Deswegen habe ich immer Hunger gekriegt. Ich hab noch welche. Oh Gott, ey, scheiße. Warte, ich pack die in den Kanu. Nee, gib. Egal. Okay, Pikachu, geht's wieder gut? Schnell durch den Sumpf. Wir müssen hier raus, unbedingt. Oh Gott, jetzt kommt hier wieder so eine fiese Stelle, ey. Jetzt kommen bestimmt wieder 1000 Millionen Piranhas an. Ja, da kommen sie doch schon. Rechts. Ja, mach sie platt, Pikachu. Töte sie. Es kommen ganz viele. Oh, Pikachu, lauf. Ah, nein. Schnell töten. Leech. Oh Gott, der Leech wollte beinahe schon auf Pikachu drauf. Aber Pikachu verliert voll schnell Leben, ohne Witz. Was sagtest du, im Kano ist noch? Oh, was? Pikachu hat einen Leech. Aber man sieht den nicht, den Leech. Ich hab auch einen. Doch, am Popo hängt er. Ich hab auch. Was, am Po? Ich glaube schon. Stimmt. Ich hab auch einen Leech. Vorsichtig, ganz vorsichtig abschneiden. Warte mal, das müssen wir. Sonst verliert er die ganze Zeit Leben. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich hab auch einen Leech. Kannst du meine Leeches abmachen? Ja. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Die Metrodon, okay. Sehr gut, danke. Nicht, dass ich hier noch sterbe wegen Leeches. Oh Gott, jetzt wird's auch noch dunkel, aber ich habe ja die Kerze zum Glück. Mann, Mann. Im Wasser ist Pikachu ganz schön langsam. Ja, das ist das Blöde. Wir müssen irgendwie an Land. Aber hier ist überall Wasser jetzt. Und wir müssen vor allem noch einmal schwimmen, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, da vorne kommt auch noch eine Schwimmpassage. Ah, dieser blöde Sumpf, ey. Ja, jetzt kommt hier die Schwimmpassage. Warte mal, wir müssen irgendwie gucken. Was Kleine ist denn das? Kleines Stückchen weiter landinwärts. Wir müssen schauen, dass wir da jetzt nicht irgendwie noch. Caprosuchus. Ah, Caprosuchus. Hilfe! Schnell, ich sterb sonst! Komm nicht dran, ich hänge in den Bäumen. Nein, beiß dich durch, schnell, ich werd sterben. Ich bin ja schon dabei. Nein, 116! Oh, rette Pikachu, um Gottes Willen, dieses Caprosuchus kann Pikachu töten. Nein. Meine Kerze! Kerzen kriegen wir neu, aber Pikachu ja nicht. Ja. Lichtel, nein! Lichtel! Warum kann man Pikachu denn bloß nicht hochheben? Weiß ich nicht. Oh Gott, ich höre die Todesschreie. Ich versuche zu euch zu kommen nochmal. Das schaffe ich eh nicht. Das ist viel zu weit weg. Wo seid ihr überhaupt genau in dem Sumpf? Seid ihr nah am Wasser noch, am Meer? Oder ja, ich bin tot. Ich bin jetzt, ich spawn jetzt gerade. Der Mond hat sich gerade gedreht, lol. Nein, ich bin auf Kano Island gespawnt. Fuck. Oh, versuch mal Pikachu zu grabben. Ja, ich fall nur jetzt ins Wasser. Ich bin auf Kano Island gespawnt. Ich kann mich direkt wieder töten. Kann ich nicht. Ja, Lichtel ist tot, scheiße. Mann, Lichtel hat mich so treu begleitet, überall hin. Und dann kommt so ein scheiß 116er Caprosuchus. Vor allem immer dann, wenn man diese High-Levels mal braucht, sind sie nicht da. Und immer dann, wenn man mal einfach nur mit seinem Lichtel und seinem Pikachu durch den Sumpf laufen will, dann kommen sie. Dann kommen sie von allen Seiten. Arg, lässt vor allen Dingen diese mega viele Piranhas. Pikachu wird von Piranhas angegriffen. Warum habe ich jetzt 8 Credits bekommen? Du bist ganz weit weggeschwommen. Warum habe ich schützen. Irgendwas ist gestorben in meiner Nähe und ich habe 8 Credits dafür gekriegt. Ich muss ihn nur aus dem Wasser rauskriegen. Da ist ein Caprosuchus dabei. Komm, Pikachu. Pikachu. Das war so teuer, es hat 1000 Credits gekostet. Dieser verdammte Merch immer. Dieser verdammte überteuerte Merch. Was denn? Bosch. Aber ich bin gerade stolz auf mich. Ich hab's gerade. Da kommt ein Fisch, da kommt so ein grüner Pokémon-Fisch. Was? Oh Gott. Nein! Nein! Wie viel Credits hat jeder? Wir hätten die Credits nicht ausgeben dürfen. Scheiße, wir hätten warten müssen, bis wir zu Hause sind und dann die Credits ausgeben müssen. Also ja, 50.
Ich hab 63. So, hier ist eine neue Kerze. Oh, da ist ein Flamara. Aber, ey, wartet mal, wir können uns so oft umbringen. Ja, können wir. Komm, das machen wir jetzt noch. Das müssen wir jetzt machen. Hier sind die Alus, die lasse ich mich jetzt töten. Ah, hier sind ja noch 50 Credits im Schrank von Ari. Oder warum ist denn der Kano jetzt, der Alu jetzt tot? Wer hat denn jetzt hier den Alu getötet? Ich weiß nicht. Nee, du bist ja weit weg gerade. Ach, das war der 104er Agentavis. Töte mich, komm. Töte mich doch. Los, töte mich. Los, töte mich doch. Mann! Töte mich. Es sind diese Flammenponys im Wald, aber es sind noch überall Arbok. Schon wieder, ich krieg die ganze Zeit Credits, aber ich will doch nur sterben. Ja, sauber. Und noch einmal, komm. Noch einmal, bitte. Komm, los. Yeah. Respawn at Kathedrale, Batch. Hä? Ich bin irgendwo aufgetaucht. Oder habe ich jetzt auf Random Location gedrückt? Nein, du bist da gleichzeitig. Nein! Jetzt muss ich da wieder hinlaufen, weil ich mein Geld nicht verschwenden will. Nein! Das ist doch egal, bring dich halt zweimal mehr um. Ja, dann bringe ich mich halt noch. Da ist das andere Bett besetzt. Aber das geht schneller, als wenn du dich jetzt auf den Weg machst, glaube ich. Ja, ich töte mich. Moment, ich töte mich. Komm her, du Katzenvieh, ich bring mich um. Ja, ich lass mich von so einem Samentier töten. Oh ne, das mit den Geschützen hinten drauf. Das davon lasse ich mich töten. Aber warte mal, jetzt bin ich eigentlich fast schon wieder zu Hause. Jetzt kann ich auch hier hochlaufen. Ja, es ist scheiße. Warum braucht ein Pikachu Geld? Kenne ich mich nicht so aus, weil das in dem Mod so ist. Man muss manche Tiere kaufen. Wir haben gerade von Lavita 166 Credits spendiert bekommen und damit 1016 zusammen. Nice, vielen Dank. Und ich pack auch nochmal hier 50 rein. Ich hab's dann direkt ins Terminal gepackt. Okay, sehr gut. Kann ich das jetzt eigentlich an dem Terminal auch machen? Warte mal. Bist du gehen? Drugs, Pikachu. Dann war Pikachu. Noch genug für ein paar Kerze, die du dann in der Burg verteilen kannst. Pikachu ist, Pikachu ist eine Droge. Jetzt können alle mal eine Nase voll Pikachu nehmen. Ich mach gleich noch eine Kerze hinterher. Dann können wir Lichtel auch gleich ersetzen. Mach gleich viele Kerzen, dann kannst du die überall hinstellen, überall auf die. Das stimmt Sockel. Eigentlich. Kannst du auch ein Pichu machen, ein kleines Pikachu. Ich mach mal 6 Kerzen, damit wir nicht jetzt das ganze Geld in Kerzen verballern, oder? Mach noch ein Pichu hinterher. So, ich benutze mal Pikachu, auch wenn das falsch klingt. Möchtest du sie als männlich? Es ist männlich und hat trotzdem Herd den Schwanz. Oh. Und bei irgendwas stimmt nicht damit. Irgendwas stimmt damit nicht. Juhu, ich hab's geschafft. Ja. Hast du noch Credits dabei? Ja. Terminal. Nicht in Pikachu. Er muss schon wieder aufs Klo. Oh, ich muss aufs Klo. Ich muss immer noch aufs Klo. warte. Gehen das jetzt nicht? Jetzt. Hat er jetzt ein anderes Level eigentlich? 54! Das sind übrigens die tollen Stoffklamotten mit den Augenkrebshemden. Der hat jetzt 54 im Level, nicht schlecht. Ach, er ist süß. Mach mal damit einen Spaziergang durch den Sumpf. Nein! Ach schön, jetzt gucke ich Pikachu einfach für den Rest des Streams an. Der ist jetzt hier eh vorbei, wir haben ja einen Pikachu. Der war ja schon vorbei, als wir das Pikachu das erste hatten. Eigentlich schon, ne? Das war ja alles nur Bonus. Lol, wie jetzt hier die Lichtel rumrennen überall. Oh ja, man müsste die Lichtel auf Wandering stellen. So nachts, weißt du. Dann wandern überall Lichtel rum. So. Das ist doch voll cool. Mach mal die Lichtel auf Wandering jetzt. Aber ich wollte sie so extra positionieren neben Pikachu und so. Oh. Wir haben hier noch ganz viele. Ich kann wirklich Wandering enablen. Aber wandern die dann auch? Da bitte Lichte, guck mal. Oh lol.
Lichtelstapel. Wander? Ja, die wandern, lol. Die laufen rum. Und sie machen Babys. Oh. Ja, lass uns zugucken. Die machen Teelichter. Sie machen Babys. Lass uns zugucken. Ganz viele Teelichter. Oh, jetzt hat's aufgehört. Das Pikachu ist weiblich, das sieht man am Schwanz. Nee, es ist eigentlich ein Männchen. Da steht nämlich Geschlecht männlich, also male. Aber irgendwie ist der Skin nicht der richtige. Ist ein bisschen irritierend tatsächlich. Hä? Oh nein, Sichlor. Oh nein. Ist er wieder da von vorhin? Mach die Tür zu. Schließ die Türen. Sonst rennt Pikachu raus. Ja, Yorkano killed a Skyther. Geschafft. Boah, Pikachu ist nämlich gerade losgerannt. Die müssen wir, glaube ich, alle auf Passiv stellen, die Lichtel. Sonst raschen die immer direkt die rein, wenn sowas kommt. Ich mach mal Pikachu auch auf Passiv. Ich mach ihn Pi-Passiv, mach ich ihn. So. Kommen wir ans Fenster. Kleines, dickes Mäuschen hier. Läuft der Lichtel rum oder folgt der dir? Die beiden bleiben da stehen. Okay, die anderen laufen rum. Lichtel-Weitwurf. Funktioniert. Immerhin ist es hier drin schön hell. Könnt ihr mal schauen, was Pikachu droppt, wenn man ihn tötet? Nee. Nein. Nein. Niemals. Wir haben jetzt ja den Pikachu. Wir können ja das noch ein bisschen ausreizen, indem wir uns noch ein paar Pokémon-Ziele setzen, was wir so bekommen wollen. Pikachu ist ja sicherlich nicht das Einzige. Wir können ja noch einige freischalten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr könnt auf den Server drauf. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.